Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Am 7. Spieltag der Bundesliga und der FC empfängt die Mannschaft von Roter Bulle Leipzig. Und das ist natürlich der maximale Kontrast. Jetzt hatten wir gerade den Roten Stern aus Belgrad hier zu Gast. Hab auch einen super Schal hier mit einem Fan aus Belgrad getauscht. Schönen Gruß an den Kollegen. Und jetzt kommt die maximale, diese allerletzte Plörre aus Leipzig zu Gast. Also gestern noch Legenden und heute diese fürchterliche Mannschaft. Ja, ja. Wobei man sagen muss, Legenden, ne? Also wenn wir vorher gewusst hätten, was passiert, hätten wir auf die Shirts vielleicht geschrieben, Zeit für Legenden. Denn ganz ehrlich, ja, also mit Tiefschlaf, ja, ist das ja noch freundlich umschrieben, was wir in der ersten Hälfte gesehen haben. Das war nur wirklich gar nichts. Nee, das war ja nichts. Man könnte natürlich auch von der Zeit der Liegenden sprechen, vor allen Dingen, was die Mannschaft aus Belgrad anbelangt. Denn in der zweiten Halbzeit, die lagen ja nur noch am Boden mit ihren komischen Wadenkrämpfen, die andauernd hatten. Das Blöde war nur, wir konnten daraus kein Kapital schlagen. Nein, dabei waren wir so optimistisch. Wir haben vor dem Spiel haben wir noch überlegt, was kann man dann vielleicht nachher gegen Red Bull machen. Da haben wir gesagt, ja, vielleicht ist das eine Option. Roter Stern, hui, ne, rote Bullen, pfui. Ne, da war natürlich davon ausgegangen, dass es gut läuft. Ne. Aber es war ja gar nichts hui an diesem Spiel, gar nichts. Ich meine, roter Bulle ist natürlich immer noch pfui und das werden die auch immer bleiben. Aber es ist jetzt im Moment einfach nicht unser Thema. Wir müssen über andere Dinge sprechen. Deswegen hat es dieses Motto auch nicht in die PK geschafft, auch wenn es ganz lustig gewesen wäre. Erst Bohnensuppe, dann Rinderbrühe. Ja, muss man ganz ehrlicherweise sagen, wer die Bohnensuppe nicht ausgelöffelt kriegt, ja, der muss an die Rinderbrühe vielleicht gar nicht denken. Nein. Wir haben gar nichts ausgelöffelt. Wir haben uns fürchterlich was eingebrockt. Und zwar durch diese katastrophale erste Halbzeit. Das war ja die reinste Arbeitsverweigerung. Ja, überhaupt kein Wille zu sehen. Viel merkwürdiger als die Aufstellung war die Einstellung. Also das habe ich nicht verstanden. Schrecklich, ganz, ganz schlimm. Und das ist ja das Mindeste, was wir auch als Fans erwarten. Ja. Dass die Einstellung auf dem Platz stimmt, dass wirklich alles gegeben wird. Und das war nicht der Fall. Man hat in der zweiten Halbzeit dann aber gesehen, was möglich ist, wenn man nur will. Richtig. Und genau deswegen schreiben wir uns auch relativ deutlich auf die Shirts. Ja. Wer will, der kann. So sieht es nämlich aus. Nämlich auch sich in so ein Ding reinzwängen. Ding reinschießen hier. Ne? Kamera. Ein bisschen Geduld, bitte. Ne? Ja, ja, genau. Da, wer will, ne? Wer will, der der darf, ne? Also wir wollen, dass ihr wollt, Jungs, ne? Und wir wissen, dass ihr auch wollt und wir können darauf einen heben. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüß Leute. Schon sieht die Welt schöner aus. Ja. War viel zu viel Suppe. Ja, ja, übrigens zur Suppe wird ja jetzt Pizza geliefert. Ja, ne? Genau. Eben am Geißbockheim wurde angeliefert die Nummer 39 vom Pizzablitz. Ja, was ungewöhnlich war, ist, der Pizzablitz hat auch wieder was mit zurückgenommen, nämlich die Nummer 9. Ja, das habe ich noch nie. Nee, vielleicht war sie kalt, aber da wollen wir ja gar keine Witze drüber machen. Wir haben keine Ahnung, was da gelaufen ist und was da Sache ist. Definitiv wünschen wir Rudnevs alles, alles Gute. Ja, toi, toi, toi für die Zukunft. Und darauf ein dreifaches Rudnevs! 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 Marit Jodjung. Und jetzt Pizza. In Quattro Stationi zur Meisterschaft. Ah, genau. Zwiebeln, Thunfisch. Mit Fischen kennt er sich ja aus. Hat ja lange genug in Bremen gespielt. Bremen, ne? Genau. Und dann der Rest der Welt. Ja, genau. Von mir soll er noch Weißwürste drauflegen aus seiner Bayernzeit. Wo war der noch? Bayern, Bremen. Ja, Peru. Bayern, Bremen. Peru. Bremen, Bayern. Was essen die in Peru? Wissen wir nicht. Ciao, ciao.